Hallo, ich bin der Robert, ich bin Sänger und Gitarrist von Tirnanoc. Hallo, ich bin die Karina Lehmeier, ich bin Multi-Instrumentalistin und Sängerin von Tirnanoc. Hallihallo, ich bin der Matthias und bin der Geige von Tirnanoc. Super. Extrem geil. Super Stimmung, super Sound. Ja, großartig. Da kommen wir gern wieder, wenn sich das ergeben würde. Das mache ich. Ich bin der Lehrer in der Band. Also Tirnanoc ist aus der gälischen Mythologie, also irisch-gälische Mythologie. Und das ist der Name des Landes der ewigen Jugend. Da gibt es eben so diese Kobolde, Feen, Leprechaun zum Beispiel. Und unter anderem auch den Jungbrunnen. Und deshalb heißt es dann auch so, also Tirnanoc, Land der Jugend. Das 11. Jahr gibt es uns jetzt, ja. Und da muss ich jetzt sagen, also ich bin der Einzige, der von der Anfangsformation noch übrig ist. Da waren natürlich viele, viele Wechsel drin. Ursprünglich war die Idee so, da habe ich zusammen mit unserem jetzigen Bassisten, das war interessant, der hat damals in einer anderen Band mit mir gespielt, dann hat man das Problem, mit der sind wir nicht recht vorangekommen, also es fehlten die Auftrittsmöglichkeiten. Und wir haben beide im Irish Pub in Eichstätt gearbeitet, da wo wir herkommen. Und da war klar, wenn wir eine Irish Folk Band machen, dann kann man da schon mal auftreten, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir es einfach gemacht. Dann ist viel Wasser die Donau heruntergeflossen und im Endeffekt sind wir jetzt hier. Das bin ich. Ich bin der Jüngste in der Band. Bin jetzt der dritte Geiger sogar. Also der erste männliche, aber der dritte Geiger in der Formation. Bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt dabei. Ist super. Bin sehr froh, dazu gestoßen zu sein. Wie wird man auf so eine Band aufmerksam als Geiger? Wie wird man auf durch ungefähr 50.000 Ecken, dass jemand sagt, ich kenne da wen, der jemanden kennt, der mir dann sagt, ich soll mich doch mal bei demjenigen, der jemanden kennt, melden, um dann schlussendlich aus Versehen im Proberaum zu landen, im Casting. Sie hatten die Auswahl zwischen mir und mir und dann, ich glaube, eineinhalb Proben später stand ich auf einer schwimmenden Bühne. Wir haben vorher noch geprobt und der Robert meinte noch, so die letzten Dinge, die wir nicht hinbekommen haben, das sind dann die Überraschungsstücke. Das machst du dann schon. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Jetzt hast du gesagt, du bist Multi-Instrumentalistin. Was spielst du alles? Fängt an bei verschiedenen Flöten, Gitarre, Akkordeon, Tin Whistle, Low Whistle. Verschiedene Percussion, so kleine Percussion wie Frosch, Muscheln, Eier, Waschbrett, Eule. So alles Eule, alles was nicht bei drei auf dem Baum ist und der quer macht. Folk-Rock würde ich das nennen. Leprechaun-Folk. Bitte? Leprechaun-Folk. Ja, das trifft gut. Wie würdest du nennen? Folk-Rock. Whatever. Aber dabei bleiben wir. Bleiben wir Folk-Rock. Wir wollen keinen Publikums-Joker, wir bleiben bei Folk-Rock. Ich will niemanden anrufen. Können wir den 50-50-Joker bei der späteren Frage noch benutzen? Nein, wir locken das jetzt ein. Wir locken Folk-Rock ein. Ja. Ihr lockt Folk-Rock ein, okay. Folk-Rock ein. Stimmt's? Sehen wir am Ende. Yeah. Wir arbeiten eigentlich immer. Also, wir haben jetzt zwei CDs momentan, die zum Verkauf stehen. Wobei die eine ist im Grunde ausverkauft, die kann man nur noch runterladen.
Die zweite ist jetzt dann demnächst 2 Jahre alt. Ein Jahr. Wurde 2012 rausgebracht, ist jetzt 1 Jahr geworden im April. Stimmt. Ist 1 Jahr. Nee. Der Plan ist nächstes Jahr. Also Mitte, Ende nächstes Jahr soll die nächste CD kommen. Und es ist eigentlich so, dass wir ja, in jeder Probe irgendwie versuchen, was Neues auf die Füße zu stellen. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann explizit sagen, wir arbeiten jetzt auf das nächste Studioalbum hin, sondern wir wollen einfach auch mal was anderes spielen, nicht immer nur dasselbe. Und ja, das neueste Lied ist eigentlich irgendwie immer das Beste. Also das macht am meisten Spaß. Definitiv. Wir machen es auch ein bisschen anders als viele andere Bands. Also wir spielen unsere Songs, die wir neu machen, auch direkt live. Also wir heben die uns nicht auf und sagen, okay, ab jetzt gibt es neue Songs, sondern die mischen sich schon in die aktuellen Sets immer noch mit rein, sind teilweise sogar schon auf YouTube, was, glaube ich, kaum jemand anders macht. Und sind immer froh, auch direkt ein Feedback vom Publikum zu bekommen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Es gab es auch schon, dass wir dann neue Songs nach einem halben Jahr auch nochmal wieder haben fallen lassen. Die haben dann manchmal ein halbes Jahr sogar geruht und dann haben wir es erst wieder angepackt. Ja, oder viele Jahre, oder wenn man es nicht spielt, dann gehen sie verloren, ganz einfach. Wir haben auch schon auf Fan-Wünsche hin Songs in Setlist aufgenommen. Also es ist natürlich das Schöne beim Irish Folk, dass es einfach so viele Traditionals gibt und dann kommt einer so, ja, und könnt ihr nicht mal den und den Song, den würde ich gerne in der Tiernanog-Version hören. Ja, und wenn es sich dann ergibt, warum nicht? Also. Wo habt ihr eure Inspirationsquellen? Was hört ihr sonst neben der Bühne für Musik? Wer mag zuerst? Was höre ich? Alles Mögliche. Momentan viel Feuerschwanz. Was höre ich sonst noch viel? Kleine Sachen, also Purpur, seitenweise, so die kleinen Musikmacher, viele, ja, teilweise einfach das, was mir in die Finger fällt. Oder von den Kilkenny Knights, die CD läuft bei mir momentan rauf und runter. Nicht das, was im Radio läuft. Und immer was anderes. Tja, ich höre alles Mögliche gern, so von Heavy Metal bis Volksmusik. Also ich mag bayerische Volksmusik unheimlich. Ich mag Stella Mara, diese mystischen Sachen, die mit sehr, sehr vielen Instrumenten arbeiten, mit sehr viel so Weltfolk, Irish Folk natürlich. Also wirklich querbeet, da ist alles mit dabei, auch Elektro. Also es geht mir auch so. Ich finde, es ist schwierig, wenn man sich Inspiration sucht, dann sollte man sie da nicht einschränken lassen. Also das wäre jetzt für mich zum Beispiel total kontraproduktiv, wenn ich nur noch Irish Folk hören würde. Weil gerade die Elemente, die nicht aus dem Irish Folk kommen, das sind eigentlich die interessanten. Finde ich jetzt persönlich. Und jetzt momentan läuft zum Beispiel bei mir zu Hause ganz viel so Hard Rock, Heavy Metal Zeug. Also das war das Letzte, was mir angehört war, Volbeat. Also das hat dann schon eine sehr hohe Schlagzahl. Aber genau das ist dann das, finde ich, das wertet dann die eigene Musik wieder sehr viel auf, weil man eben, macht halt Spaß, ja, man lässt sich von was anderem inspirieren und versucht es dann irgendwie sich zu eigen zu machen oder seine eigene Version davon zu finden, plus Tiernanog oben drauf und dann wird es eben Folkrock, so wie wir das verstehen. Liebe Tiernanog-Fans, ihr habt heute echt gerockt. War super. Yay. Wir sehen uns wieder. So the-